Es ist schon eine ganze Weile her, wo wir uns über eine Szene aus The Lost World Jurassic Park 2 unterhalten haben, die so vom reinen Gucken nicht wirklich Sinn ergeben hat. Hierbei rede ich von der SS Venture, die den T-Rex von der Isla Sorna aufs Festland nach San Diego bringen soll. Und dann sehen wir irgendwann, wie die gesamte Crew weg ist oder tot ist. Und wir sehen einfach noch diesen Arm, der irgendwie am Steuer hängt. Und man fragt sich, was ist da gerade passiert? Denn der T-Rex kann es ja nicht gewesen sein. Der ist ja noch in der Luke unten drin und ist quasi eingesperrt. Der wird ja wohl kaum irgendwie rausgelaufen sein, wird die Crew gefressen haben und ist dann einfach wieder nach unten marschiert und hat dann auch irgendwie wieder die Luke verschlossen. Das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Und ich habe da schon mal ein Video drüber gemacht, dass ursprünglich in einem ganz, ganz, ganz frühen Skript oder eben auch im Buch von Michael Crichton war die Idee gewesen, dass Velociraptoren die Crew an Bord gefressen haben. Ganz kurzer Fact hier nochmal an der Seite, was ich sehr interessant fand. Ursprünglich sollte sogar in Jurassic Park, nein Quatsch, in Jurassic World 2 Fallen Kingdom, sollten die Dinosaurier von der Isla Nublar aufs Festland gebracht werden und Dr. Ian Malcolm sollte ursprünglich das Boot sabotieren und verhindern, dass die Saurier irgendwie, naja, eben aufs Festland kommen. Das fand ich eine sehr interessante Sache. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Und es wurden noch so ein paar weitere Details aus dem Jurassic-Franchise offiziell bestätigt. Unter anderem wurde jetzt auch ganz klar gesagt, was denn wirklich auf dem Boot, also auf der SS Venture, passiert ist. Wir wissen jetzt offiziell, was hier wirklich abgegangen ist, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Es wurden Konzeptarts veröffentlicht und eben auch klare Aussagen, die wir jetzt offiziell als Kanon betrachten können. Wir quatschen einfach mal drüber. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gesagt, diese ganze Velociraptoren-Theorie hat irgendwie am meisten Sinn ergeben. Wir wissen ja auch aus den Büchern von Jurassic Park zum Beispiel, dass die Compies sich immer wieder mal auf Schiffe oder auch Boote geschlichen haben und dann quasi als blinde Passagiere mitgefahren sind. So sind die Tiere in den Büchern zum Beispiel auch aufs Festland gekommen und haben sich da quasi wie Ratten weiterverbreitet. Wären es also hier Velociraptoren gewesen, die die Crew gefressen haben, weil die irgendwie auch an Bord gekommen sind, wie auch immer, hätten die Tiere dann danach irgendwie ins Wasser springen müssen und wären dann verschwunden. Also an sich macht es Sinn zu sagen, ja, wenn es Velociraptoren gewesen wären, würde ich damit irgendwie klarkommen. Allerdings, was hätten die danach gemacht? Also, wenn die ins Wasser gesprungen wären, wären die dann irgendwie ertrunken, wären sie wieder an Land gekommen? Also, wir bauen dann hiermit einfach nur weitere Fragen auf, während wir versuchen, eine Frage zu klären. Dabei haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, was wirklich auf der SS Venture passiert ist. Und zwar war es wirklich der T-Rex gewesen, der die gesamte Besatzung auf dem Boot gefressen und getötet hat. Offizielle Konzeptarts zeigen uns genau diesen Vorfall, denn der T-Rex hätte ursprünglich nicht direkt in der Klappe unten sein sollen. Nein, der T-Rex wäre tatsächlich in diesem Gitter auf das Boot gebracht worden, das wir auch in The Lost World Jurassic Park 2 sehen. Diese Konzeptzeichnungen jetzt hier zeigen uns zum Beispiel, wie der T-Rex aufwacht und dieses Gitter zerstört und dann daraufhin, naja, eben auf dem Boot für Rambazamba sorgt. Ebenfalls wissen wir jetzt auch, dass dieser Ausbruch des T-Rex auf dem Boot oder auf dem Schiff passiert wäre, während das Schiff bereits auf dem Weg nach San Diego gewesen wäre. Der Rex hätte sich unter anderem dann auch bei dem Ausbruch an den Stahlgittern verletzen sollen. Da wären dann so Kratzer in seinen Rücken reingekommen. Müsste man jetzt mal drauf achten, ob man die vielleicht sogar noch sieht im Film. Ich glaube aber nicht. Ich meine, diese Szene wurde sowieso komplett verworfen. Wobei ich immer noch nicht ganz verstehe, warum dann der Ausgang der Szene weiter verfilmt wurde. Auf jeden Fall wäre der T-Rex so erst einmal freigekommen. Wie wäre der T-Rex aber dann letztendlich wieder, naja, in sein Untergrundgehege transportiert worden? Also wie wäre der T-Rex, der jetzt gerade auf dem Schiff die Leute umgebracht hat, dann letztendlich wieder oder dann letztendlich in diese Klappe nach unten gebracht worden, wo wir ihn dann auch später im Film sehen. Das offizielle Storyboard hat die Geschichte ein bisschen anders geplant, als wir es dann gesehen haben. Wir sehen ja auch, wie Roland im Film The Lost World Jurassic Park mal einen Satz bringt, wie er ist fertig mit der ganzen Nummer, also er wird das Tier jetzt einfach nur noch aufs Festland mit begleiten und danach ist für ihn Feierabend, er wird sich nicht mehr mit dieser gesamten Geschichte beschäftigen. Also auch quasi der T-Rex ist nicht mehr wirklich seine Trophäe, die er unbedingt haben will. Im offiziellen Storyboard wäre das Ganze ein bisschen anders gewesen. Roland hätte
den T-Rex mit aufs Festland begleitet. Roland wäre Teil der SS Venture geworden. Der T-Rex wäre also daraufhin ausgebrochen auf dem Schiff, wie wir es auch hier in den Konzeptzeichnungen sehen, und die Crew wäre zum Großteil gefressen worden. Ein paar wären sogar vom Schiff heruntergesprungen und werden laut diesen Skriptangaben eben dann im Wasser ertrunken. Roland hätte das Tier daraufhin mit Betäubungspfeilen beschossen und hätte die Crew angewiesen, zu versuchen, den T-Rex in die untere Kammer zu locken, was wir dann eben auch später sehen. Hierzu sollten dann Tiere benutzt werden, ich schätze mal irgendwie eine Ziege oder eine Kuh, das ist jetzt hier nicht weiter beschrieben, um den T-Rex aber nach unten zu locken. Das heißt, die Idee ist gewesen, das Tier zu betäuben, nach unten zu locken und ihn dann da eben, naja, zu besänftigen oder eben andersrum wahrscheinlich. Also erst das Tier nach unten zu locken, es dann zu betäuben und dann eben die Klappen wieder zu schließen, damit der Rex unten eingesperrt ist. Denn wir sehen ja auch, dass diese Klappen den T-Rex nicht aufhalten konnten, auszubrechen, weil diese Klappen nie dafür gedacht gewesen sind, den T-Rex da unten zu beherbergen. Das war eine Notsituation, die sich Roland überlegt hat, um die Tiere nach unten zu bringen. Das wäre zumindest jetzt im Skript gewesen, was ja nie verfilmt wurde. Das heißt, das ist eine gelöschte Szene, die auch so nicht offiziell Kanon ist. Im offiziellen Kanon wäre es allerdings genauso abgelaufen, nur dass eben Roland nicht derjenige gewesen wäre, der den T-Rex betäubt hätte. Ebenfalls gibt es bestimmte Hinweise darauf, dass der T-Rex zuerst betäubt worden wäre. Daraufhin wären dann die Klappen von einem Crewmitglied geöffnet worden. Das ist dann die Person, von der wir noch das Arm quasi an diesem Schalter sehen, der eben die Klappen zumachen sollte, wäre dann daraufhin mit der Betäubung leicht benebelt in die Luke hinuntergestiegen, wo dann eben auch dann die Tiere gewesen wären, die mittransportiert worden wären, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wäre der T-Rex unten eingefangen gewesen. Das ist so die offizielle Erklärung, wie es im Jurassic-Kanon jetzt wirklich passiert ist. Also wir fassen das Ganze nochmal kurz zusammen. Der T-Rex wurde mit dem Gitter auf die SS Venture gebracht, das wir auch in The Lost World Jurassic Park 2 sehen. Das Gitter hat den T-Rex aber nicht aufhalten können. Er ist dann aus irgendeinem Grund aufgewacht, ist in Rage geraten. Es wird sogar im Film erklärt, warum der T-Rex in Rage gerät, weil sie ihn mit irgendetwas behandelt haben, dass das Tier eben quasi Adrenalin ausgestoßen hatten, so eben ausbrechen konnte. Dann wurde die Crewbesatzung an Bord des Schiffes getötet. Die Besatzung hat den T-Rex versucht zu betäuben. Sie haben die Luke unten aufgemacht, in welcher sie Tiere mit transportiert haben, um den T-Rex darunter zu locken. Die Wirkung des Betäubungspfeils hat aber eben erst sehr spät angefangen zu wirken. Der Rex konnte noch die Person fressen, ist dann daraufhin in die Luke runtergestiegen, um sich dann wahrscheinlich auch irgendwie, naja, mit den Tieren zu beschäftigen, weil die sehen wir später auch nicht mehr. Das heißt, die müssen irgendwie alle gefressen worden sein. Daraufhin geht dann die Luke eben wieder zu und der T-Rex ist da unten drin eingefangen. Das ergibt irgendwie Sinn. Ich glaube allerdings, wenn man diese Szene visualisiert hätte, hätte das, naja, für wesentlich weniger Verwirrung gesorgt. Weil das ist schon, also da musst du erstmal wirklich drauf kommen auf diese ganze Nummer, dass der T-Rex da aus seinem eigenen Transportgehege ausgebrochen ist, sage ich, ja, da hätte man auch so drauf kommen können. Wie dann aber der Arm dahin kommt und der T-Rex dann nach unten kommt, ich meine, dieses gesamte Konstrukt funktioniert eben nur, wie man weiß, dass irgendeine Art von Köder da unten drin war, wo der T-Rex eben dann runterlaufen kann. Das sehen wir dann sogar auch später nochmal, als Ludlow gefressen wird vom T-Rex. Da sehen wir dann auch wie so ein Zaun unten drin. Dieser Zaun sperrt aber ein bestimmtes Areal unter dem Schiff. Das ist das Areal gewesen, in welchem eigentlich die Tiere hätten mittransportiert werden sollen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum die Tiere überhaupt mit an Bord dieses Bootes gewesen sind oder an Bord dieses Schiffes gewesen sind. Da müsste man jetzt wieder irgendwas mit dazu dichten. Aber auf jeden Fall können wir jetzt sagen, ja, es ist offiziell bestätigt, dass der Tyrannosaurus Rex die gesamte Crew gefressen hat und eben nicht die Velociraptoren, wie es dann eben die Grundidee gewesen ist oder auch wie es im Buch die Idee gewesen ist. Im Film war es der T-Rex gewesen. Ist natürlich wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Sagst du, ja, okay, akzeptiere ich jetzt so. Ich muss wirklich sagen, doch, wo man das jetzt einfach weiß und auch offiziell bestätigt hat, mal wieder im Nachhinein, macht es aber definitiv wesentlich mehr Sinn und rundet das Ganze auch ein bisschen besser ab. Das wäre eine schöne Szene, die man noch hätte einbauen können, haben wir aber eben nicht bekommen. Dann ist das nun mal so. Schreib mir auf jeden Fall mal deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao.